Wir sind breit aufgestellt, wir haben das normale Zahnärztliche. Diesen Bereich mache ich hauptsächlich, was Füllungen angeht oder auch endodontische Behandlung. Darüber hinaus, was chirurgisch wird, wird dann von meiner Frau übernommen. Also von der Hygiene her hatten wir hier einen riesen Vorteil, dass wir von null starten konnten. Das bedeutet, wir konnten unseren Stellraum so einrichten, dass er RKI-konform direkt ausgestattet war. Dafür brauchen wir halt auch einen Hygieneplan. Der ist Pflicht und den versuchen wir uns jetzt nach und nach aufzubauen. Für die Zahnmediziner ist es immer ein bisschen schwierig, in den Bereich Steri und Hygiene mit reinzukommen, weil man das im Studium leider nicht genug vermittelt bekommt. Henry Schein hat die Spezialisten im Hygienikbereich und das sollte man dann auch nutzen. Die Gründe für die Investition in Steriraum sind halt, dass es gewisse Vorschriften gibt, die man heutzutage einhalten muss. Wenn es eine Praxisbegehung gibt, sehe ich mich da eigentlich ganz gelassen, da wir ein QM-System aufstellen und bin da eigentlich guter Dinge, dass wir das auch perfekt lösen. Das Hygienemanagement kann insofern fürs Praxismarketing verwendet werden, als dass wir die im Qualitätsmanagement verankert haben. Also es wird darauf geachtet, dass die Hygieneketten eingehalten werden. Vom Patienten bekommen wir positive Rückmeldungen. Die Patienten sehen ja auch, dass die Praxis auf Hightech-Basis organisiert ist. Was aber für mich und meinen Mann auch ein großes Anliegen ist, ist, dass man sich selber hier auch auf den Stuhl setzt. Also, dass wir auch unsere Freunde und Bekannte und die Familie hier behandeln und eher mich und umgekehrt.